Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Eine Serie namens Wanda. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael. Montagabend, 21 Uhr, hier ist Nerdizismus und hier ist die erste Ausgabe von Hero Nerds, eurem neuen Superhelden-Podcast-Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei heute, sie hat es angekündigt in unserem Jahresrückblick, da fiel nur das Wort WandaVision, da kam sofort ich, Lea, hallo, prima. Und natürlich wie immer dabei, Nerdizist Michael, ich grüße dich, hallo. Hallihallo. Und auch wieder herzlich willkommen an den Chat und alle, die dabei sind auf Twitch und auf YouTube. Ja, wir haben es gerade eben schon gesagt, wir wollen über die neue Marvel-Serie auf Disney Plus reden, WandaVision. Da gibt's, glaube ich, eine Menge mal zu bereden. Ich habe mir ein paar Dinge vorhin durchgelesen, wie das so kommentiert wurde in den sozialen Netzwerken. Oh, da ist ja doch einiges im Argen anscheinend. Und ob wir es gut fanden und was so unsere Meinung dazu ist, dazu gleich später mehr. Aber Michael, für alle, die heute zum allerersten Mal dabei sind, wo könnten Sie denn den Rest von den Hero Nerds noch hören? Und was gibt's denn da alles? Nerdizismus.de ist the name of the game. Da findet ihr alle unsere Kanäle, alle unsere Links, alle unsere Episoden zu diversen Serien, Filmen und so weiter, was ihr angucken könnt. Und da findet ihr auch die Möglichkeit, uns Feedback zu schreiben. Nicht nur auf diversen Social-Media-Kanälen. Nein, das könnt ihr auch regelmäßig auf info@nerdizismus.de machen oder an unsere WhatsApp-Adresse an die 015259647709 müsstet ihr auch hier irgendwo überall im Stream sehen, wo ihr es hinschreiben könnt. Oder ihr joint uns einfach auf unserem Discord, nerdizismus.de/Discord. Da könnt ihr fleißig mitdiskutieren und wir nehmen auch ab und zu gerne mal Caller mit rein. Heute wahrscheinlich eher nicht, aber nächsten Montag haben wir zum Beispiel was vor. Aber ja, genau, nerdizismus.de. Und damit läuft's. Ich weiß nicht, wie du dazu kommst, dass wir heute keine Anrufe entgegennehmen. Hatten wir vor, okay. Das war nicht abgesprochen, ja. Also, natürlich wir nehmen immer Anrufe entgegen. Wie das funktioniert, ihr müsst auf nerdizismus.de gehen, dann /Discord, dann bekommt ihr eine Einladung auf unseren Discord. Und dort gibt es den Warteraum, das Wartezimmer-Lobby. Und dort geht ihr dann einfach rein. Und wenn wir euch in den Anruf reinnehmen, dann unmuten wir euch. Das ist da total einfach. Ihr hört uns dort in diesem Call auch weiterhin. Und von daher kann da also gar nichts schief gehen. So, dann würde ich mal sagen, steigen wir mal ein. Lea, Ladies First zuerst, wie man bei uns zu Hause sagt, als die zwei Folgen gelaufen sind, mal so ganz kurz, wie waren deine Gefühle? Ich bin mega aufgeregt gewesen. Ich habe ungefähr die ganze Woche runtergezählt, jeden Tag so noch 4 Tage bis WandaVision, noch 3 Tage bis WandaVision und war dementsprechend super, super excited auf die Sendung. Und ja, meine Gefühle sind sehr gemischt, also wirklich sehr gemischt. Ich habe das auch echt erstmal verarbeiten müssen, weil da waren viele Sachen, die sind mir zwar aufgefallen, aber ich dachte, okay, das wäre cool, wenn das jetzt so wäre. Und dann habe ich auch noch mal ein bisschen informiert, noch mal ein paar Bilder angeguckt und Screenshots und so. Und danach dachte ich, ja, das ist ja tatsächlich so, wie ich mir das alles gedacht habe. Geil! Und deswegen ist meine Grundstimmung der Serie gegenüber jetzt auch schon was besser als direkt nach dem ersten Gucken. Ich musste das echt erstmal sacken lassen. Okay. Michael, wie ging es dir nach den beiden Folgen? Man muss ja sagen, wir waren ja so ein bisschen jetzt auf Entzug im letzten Jahr, weil irgendwie nach 10 Jahren war es das erste Mal, dass wir ein Jahr lang kein MCU-Material bekommen haben. Und wir haben immer noch keinen Film bekommen und jetzt starten wir nach Spider-Man Far From Home quasi in die neue Phase 4 rein. Und die startet jetzt ganz anders als alles vorher, denn es ist eine Serie, die wirklich im MCU spielt, nicht wie Agents of S.H.I.E.L.D., vorher das mal ein bisschen was erwähnt hat, ein paar Cameos gemacht hat, okay, durfte es machen. Nicht so wie die
Defenders, so Jessica Jones und so auf Netflix, die den Incident erwähnt haben und das war's. Nee, weil jetzt nämlich die MCU-Abteilung unter Kevin Feige auch die Serienproduktion übernommen hat und die Marvel-TV-Produktion unter Joseph Loeb ist das, glaube ich, gewesen, jetzt sich ganz aufgelöst hat, wird jetzt alles anders sein. Und die Serien werden in der Tat mit den Stars im MCU spielen, was kurios ist. Aber ganz egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich tierisch darauf gefreut, genau deshalb, weil wir ein Jahr lang kein MCU-Material hatten. Und ich wurde ehrlich gesagt nicht so enttäuscht, aber ich habe noch andere Gedanken dazu, warum vielleicht das Format, wie es jetzt aktuell gewählt wurde, nicht ganz optimal ist. Aber können wir gleich noch drüber sprechen. Meine Gedanken waren eigentlich auch, also ich war recht angetan, ob des Ganzen, was ich gesehen habe, für mich als Fernseh-Junkie und Serien-Junkie seit frühester Kindheit. Wir hatten ja nichts, wir hatten ja nur drei Programme und Frühstücksfernsehen gab es nicht und Schulfernsehen und so weiter. Ist natürlich das eine wahre Freude, das Ganze da zu sehen. Von daher fand ich das also wirklich eine richtig, richtig, richtig dolle Nummer. Vor allem diese ganzen kleinen Bits und kleinen Dinge, die man da so gesehen hat, also das war wirklich, ja, wir waren sehr angetan, das Forever Nerd Girl und ich, und jetzt wollen wir heute doch mal drüber sprechen, was wir alles so gesehen haben, und ich schreibe aber trotzdem oder ich erzähle euch trotzdem mal, was ich so ein bisschen gelesen habe in den sozialen Netzwerken. Also zum einen haben wir auf Twitter eine Umfrage gemacht und da waren dann doch 48% der Meinung, dass die ersten zwei Folgen It Was a Blast, A Solid Start waren 32% und jeweils nur 9,7%, also wahrscheinlich immer nur 2, 3, 4 Leute fanden dann das nicht so dolle, beziehungsweise unsere schlechteste Kategorie Wanda is the New Michael, das fanden dann auch nur wenige, also von daher, die Kritiken waren eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir aber natürlich so eine Nerd-Bubble, also bin ich mal in die Disney-Gruppen, Disney-Plus-Gruppen reingegangen und habe da mal gelesen und das war dann doch schon ziemlich vernichtend. Also da stehen dann so Sätze wie, hab nach 10 Sekunden ausgemacht, was soll dieser Schwarz-Weiß-Kram? Oder ich freue mich, wenn es anderen gefallen hat, für mich war das überhaupt nichts, leider enttäuschend. Oder jemand schreibt, das ist ja halt gemacht wie eine richtige Sitcom, was soll das denn? Und so weiter und so weiter. Also so zog sich das durch. Ganz ehrlich, ich raff da nach den ersten Folgen überhaupt nichts, warum die Optik, warum diese Sendung? Und da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wir haben es im Vorgespräch ein bisschen gesagt, ob man sich, und wir haben es im letzten Cast verteidigt oder in unserem Jahresrückblick ja durchaus verteidigt, dass wir uns bei manchen Serien ja freuen, dass sie wöchentlich kommen. Im Vorgespräch haben wir gesagt, vielleicht war das hier nicht ganz so clever. Ich meine, es wurde angekündigt als Sitcom, viele wollten es nicht glauben, dass es eine Sitcom ist. Es ist aber am Ende dann quasi eine Zeitreise in die Welt der Sitcoms geworden. Und wie schaut man heutzutage Sitcoms? Ich würde mal behaupten, wenn man jetzt nicht unbedingt noch zu denen gehört, die am Vorabend oder jeden Montag oder so ProSieben einschalten, um sich ihre 3 Folgen Big Bang Theory, wenn das da noch läuft, reinzuziehen, sind die meisten, glaube ich, wirklich auf Netflix und Co. unterwegs und bingen dann das Ganze, weil so eine Folge ist vielleicht 20, 30 Minuten von der Sitcom typischerweise lang. Und die hat man mittlerweile durchgesehen. Im Fernsehen gab es dann noch 10 Minuten Werbung. Jetzt hat man wirklich, nach 20 Minuten will man mehr wissen und mehr und mehr. Und dadurch, dass das hier jetzt auch noch so wie so ein kleines Mystery-Element aufgebaut ist, könnte man zwar eine Woche warten, aber so 20 Minuten pro Woche, weil wir jetzt werden ja immer nur eine Folge pro Woche bekommen, ist dann doch vielleicht für das heutige Sehen etwas ungewohnt. Ja, und vor allem wird man nach diesen 2 Folgen relativ unwissend zurückgelassen, wenn man jetzt nicht der Mega-Crack im MCU ist, ne? Oder sich super gut mit der Hintergrundgeschichte von Wanda auskennt. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ganz wichtig ist, weswegen viele gesagt haben, nee, ich raff das nicht, ist mir zu blöd. Ja, und deswegen bin ich ja wirklich froh, dass du da bist, weil ich gebe es ehrlich zu und wir haben es in unserem Marvel-Cast auch schon öfter gesagt, mein Marvel-Wissen, ich bin MCU-Marvelist, ja, ein ganz weniger Comic-Marvelist und Michael, du bist ja eher der Wikipedia-Marvelist, ja, und Lea, wer ist WandaVision? Wo kommt sie her, was macht sie und warum ist sie überhaupt noch da, war die nicht tot, lebt die noch?
hol uns ab. Wir haben 595 Tage kein MCU mehr gehabt, seit Endgame rum ist. Hol uns ein bisschen ab. Wer ist WandaVision? Und wer ist Vision? Also wer ist Wanda, wer ist Vision? Ganz genau, wer ist Wanda und wer ist Vision? Also über Wanda kann man halt sehr viel erzählen, weil sie natürlich eine Figur ist, die in den Comics existiert, aber sie existiert auch im MCU. Und ihre eigentliche Hintergrundgeschichte ist, dass sie ein X-Men ist, und zwar ein Kind von Magneto. Das ist die Comic-Storyline. Und da ist auch Quicksilver ihr Zwillingsbruder. Ne? Das kennt man jetzt ja auch aus dem MCU. Aber im MCU ist sie eben einfach nur das Kind von irgendwem. Und sie hat Superkräfte. Und die hat sie, weil sie bei Hydra nämlich, ja, nett gefangen genommen wurde, sag ich mal. Naja, sie hat ja mehr oder weniger freiwillig zugestimmt, Experimente an sich machen zu lassen und an ihrem Bruder. Und da hat sie dann eben diese telekinetischen Superkräfte erhalten. Und sie hat sich den Avengers dann im Kampf gegen Ultron angeschlossen und seitdem ist sie eigentlich auch ein Avenger. Ja, kleiner Spoiler für Age of Ultron. Ich denke mal, wenn man WandaVision guckt, sollte man die MCU-Filme ja auch schon gesehen haben. Ihr Bruder stirbt und das ist ein sehr tragischer Verlust. Und das war auch etwas, was alle so ziemlich schockiert hat, weil in den Comics hat Quicksilver auch mal irgendwelche Tode im Multiversum, aber nicht auf diese Art und Weise. Und in den Comics ist es so, dass sie dann auch mit Vision zusammenkommt. Das ist ja jetzt auch in den Filmen so gewesen, hat man ja jetzt auch gut in Infinity War und Co. gesehen. Und Vision, der ist ja eine super intelligente künstliche Intelligenz, ja, so könnte man das sagen, geschaffen von mehr oder weniger Tony Stark. Und für mich war das schon immer so super absurd, wieso sich ein Mensch in so eine Halbmaschine, halb Roboter, halb was auch immer verlieben kann. Aber Vision hat ja als oft genug gezeigt, dass er auch eine menschliche Seite an sich hat. Und das führt dazu, dass die beiden sich unsterblich ineinander verlieben. Halte ich nicht so wahnsinnig viel von. Ich bin nicht so die Schipperin von den beiden, weil ich einfach ein sehr, sehr großer Quicksilver-Fan auch bin und es ein bisschen schade finde, dass ihr Bruder, der Verlust ihres Bruders immer weniger Thema ist im MCU, dass sie damit so schnell abgeschlossen hat. Und dass dieser Verlust von Vision jetzt in Endgame noch größer ist eigentlich für sie. Und das halte ich für ein bisschen fadenscheinig. Haben wir irgendeinen Anhaltspunkt, warum Vision eigentlich jetzt, also andersrum, was ist denn unser Anhaltspunkt, dass das Ganze jetzt wirklich nach Endgame spielt und warum ist Vision wieder da? Dass Vision wieder da ist, würde ich so nicht unterstreichen tatsächlich, weil ich denke, dass die ganze Sache in Wandas Kopf spielt oder in einer, ja, vielleicht sogar in einem Multiversum. Vielleicht ist WandaVision die erste Serie, das erste Stück vom MCU, das wir haben, das im Multiversum spielt. Ja, es soll ja in Phase 4 soll das Multiversum ganz stark vorkommen. Allein durch Doctor Strange. Dann wird gemunkelt, dass da doch irgendwie Spidey aus dem MCU rausgekickt wird durch den dritten Spider-Man, in dem dann doch viele Multiversen-Sachen passieren sollen. Ich meine, ihr habt ja sicherlich die Casting-News für den dritten Spider-Man gesehen, dass alle alten Live-Action-Spider-Man zusammenrückkommen sollen, Doc Ock kommt zurück und so weiter. Es wurde sogar gesichtet, Charlie Cox, Daredevil, wurde am Set gesichtet. Also es ist schon ganz stark geht's in den Richtungen Multiversen in das Ding rein. Allerdings bin ich mir bei WandaVision dann nicht so sicher. Ich habe ja deshalb auch von Chris betitelt Wikipedia Marvelist. Ich lese mir ja alle möglichen Reviews und Hintergrundinfos dazu durch. Und es ist ja in der Tat so, dass Wanda durchaus eine der mächtigsten Figuren im Marvel-Universum ist. Absolut, absolut. Und sich ihre eigenen Realitäten schaffen kann, quasi. Also, dass das nicht nur in ihrem Kopf ist, sondern wirklich, dass sie damit eine quasi Pocket Dimension, sowas in der Richtung, geschaffen hat. Ganz genau, House of M. Ja, House of M, genau. Und eine, lustigerweise auch mit diesen ganzen Crossover-Events in den Comics, selbst bevor diese ganzen Filme gestartet sind, ich habe die Comics selten bis fast nie gelesen. Was ich mir immer geholt habe im Comic-Shop, sind diese ganzen Preview-Magazine.
Und in dem Preview-Magazin hat man ja zu jedem irgendeiner Ausgabe eine kleine Beschreibung oder was vorher passiert ist. Und so konnte man quasi die ganzen Crossovers, die da passiert sind, im Nachhinein nachvollziehen durch die ganzen Preview-Magazine, durch die fetten Dinger von DC und Marvel. Und so bin ich, ist mir dann auch House of M und Ähnliches ein Begriff gewesen, bevor die Filme rausgekommen sind, Civil War und Ähnliches. Aber was ich jetzt vermute für diese Serie, könnte ich natürlich falsch liegen, was vielleicht auch das Ende der ersten Folge so ein bisschen sagt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze stattfindet in dem Moment, wo Vision gekillt wird von, beziehungsweise wo sie Vision töten muss in Infinity War. Weil da gibt es ja eine ganz lange Szene, wo sie dann einfach versucht, den Mindstone zu zerstören. Und vielleicht ist in diesem Moment, weil sie realisiert, was es nicht anders geht, flüchtet sie in eine eigene kleine Realität. Und das Ganze spielt quasi dazwischen statt. Glaube ich nicht ganz, aber wäre von mir, ist so eine Theorie, die ich von Anfang an, als ich das erste Mal die Trailer gesehen habe, die mir so ein bisschen im Kopf stecken geblieben ist. Es könnte aber auch genauso gut sein, dass es vielleicht tatsächlich richtig nach Endgame dann spielt. Dass sie mit dieser Trauer nicht klarkommt, diesem Alleinsein jetzt, und dass sie sich deswegen in die Realität träumt. Ja. Oder wie auch immer, dass sie diese Realität aufbaut. Und das ist ja auch eine total schöne Analogie eigentlich zur Anlehnung an den ersten Vision-Comic, ne, der rauskam. Weil im Vision-Comic ist es ja auch so, dass er eine neue Realität für sich gründet. Der gründet quasi eine Familie, baut sich die selbst aus weiteren künstlichen Intelligenzen. Und was ist der Plural, verdammt? Und Intelligenzia, glaube ich. Ja, was auch immer. Und jedenfalls hat er dann so sein Häuschen und er lebt dann so sein schönes Pleasantville-Leben. Und das ist auch so ein bisschen was, was jetzt in WandaVision aufgegriffen wird. Ne? Ja. Also es ist so ein wunderschöner Mix aus House of M und den Vision-Comics. Kannst du ein bisschen was zu House of M sagen? Weil das Einzige, was ich von House of M weiß, was ich das letzte Mal vor Jahren in Wikipedia gelesen habe, ist, dass es ein Event ist, wo Wanda ihre eigene Realität schafft, wo Magneto ihr Vater Herrscher der Welt ist, irgendwie so, richtig? Ganz genau. Also es ist so, dass Wanda quasi alle X-Men zerstört und auch ihre Kinder. Und das bringt sie in so große Trauer, dass sie eigene Realitäten verschafft. Das ist eigentlich das Einzige, was man großartig über House of M wissen muss. In Bezug auf WandaVision, dass sie eben diese Realitäten für sich ergründet. Und es geht sehr um Magneto, es geht um Quicksilver und es geht um Wanda. Ist sie stärker als Jean Grey's Phoenix? Das ist so eine Sache, das kann man tot diskutieren. Aber es wird eigentlich schon gesagt, dass sie der mächtigste X-Man ist. Dadurch, dass wir ja sowieso irgendwann in den nächsten Jahren die X-Men im MCU ankommen sehen. Ich meine, es wurde angekündigt und wir haben Fantastic Four, die dazukommen und so. Würde es ja in der Retro-Perspektive ganz nett sein, dass sie vielleicht diese Kräfte dann nicht nur wegen den Infinity Stones bekommen hat, sondern auch, weil in ihren Mutant geschlummert hat. Früher hätte man das so schön verbinden können, dass sie ein X-Men ist. Und jetzt wird es halt schwierig zu erklären. Ne? Also man könnte und sagen, okay, ja, seitdem jetzt auch die X-Men so ein bisschen zum MCU dazugehören. Ja, übrigens, Wanda ist die ganze Zeit ein Mutant gewesen. Ha! Fände ich aber, wäre halt ein bisschen schwach, ne? Weil sie dann auch wieder sehr ihre Hintergrundgeschichte im MCU noch mal verändern würden. Ist es nicht klassisch Marvel der Retcon? Weil Marvel macht doch dauernd irgendwelche Retcons durch ihre Crossover-Events und Secret Invasion und alle möglichen Sachen, wo die Skrull dann plötzlich Avengers waren die ganze Zeit und ähnliches. Secret Invasion bekommen wir ja auch eine Serie sogar zu. Ja, also es wäre auf jeden Fall ein cooler Plot-Twist, den sie machen würden. Und es würde, denke ich mal, auch viele Leute freuen, die halt große Fans von Wanda als Mutant sind. Ne? So, jetzt muss ich hier an der Stelle mal
an der Stelle mal kurz intervenieren. Denn wie ihr festgestellt habt, sitze ich andächtig da und lausche euch und bin, wie sicherlich der ein oder andere Zuhörer, auch schon ausgestiegen. Deswegen würde ich euch vielleicht verbitten, dass wir dann jetzt doch mal einen Ticken bei der Serie bleiben, nämlich indem wir einfach mal drüber sprechen, was wir denn, ich ja wie gesagt mehr die MCU-Geschichten, ihr dann auch noch die Verweise auf die Comics, was wir denn so in dieser Serie da alles so gesehen haben. Eine Geschichte habt ihr gerade schon angesprochen, die Comicreihe House of M. Da war ja ganz prominent im Bild die Rotweinflasche vor dem House of Mapi. Ja, Mapi sagt mir jetzt nichts, aber ich dachte mir, House of M, da kann ja so viel dann im Grunde genommen nichts anderes mit gemeint sein. Was mir natürlich aufgefallen ist, und vielleicht fangen wir damit mal an, denn das habe ich ja bei den Facebook-Kommentaren auch am häufigsten gelesen, dass die Leute mit dem Look, dem Schwarz-Weiß, dem 4:3 und so weiter nichts anfangen konnten. Und ich stelle mir das so vor, aus ein paar Hinweisen, die Stadt, in der das Ganze ja spielt, diese fiktive Stadt heißt da Westview, also Westblick. Und wo kommt die gute Wanda her? Aus dem fiktiven Ostblockland Sokovia. Und was hat der Ostdeutsche gerne gemacht? Westfernsehen geguckt. Also kann man sich im Prinzip das vielleicht so ein bisschen zusammenreimen, dass also das, was die Wanda in Sokovia an West-TV hat sehen können, nämlich alte amerikanische Sitcoms, das für sie natürlich das Paradies war, die heilste Welt, die sie kannte. Und deswegen sich in ihrer, wahrscheinlich innerhalb von Sekunden entschieden, wenn man bei eurer Theorie bleibt, dass das in Endgame bzw. Infinity War passiert ist, dass sie halt eben ganz schnell entscheiden musste und dann zack, war sie dann da drin. Woran machen wir das fest? Also zum einen natürlich eben an dem Namen Westview, Westblick, dann auch diese ganzen Marketing-Sprüche, die da drin sind. Ja, also forget your past, the future is now mit dem Toaster von Tony Stark, ja, und so weiter. Also von daher, da ist eine ganze Menge drin, dass es eben zu erkunden gibt. Und das macht mir an dieser Serie so Spaß, weil ich sicherlich nur einen Bruchteil dessen gesehen habe und ich habe schon eine Menge gesehen. Das heißt, wenn du dich da richtig auskennst, siehst du auch noch viel mehr da drin. Die Frage ist halt, holt das wirklich Leute ab? Und wäre es für den Casual-Gucker, also für uns, die wir uns auskennen, war das ist natürlich jetzt eine schöne Mystery-Box. Für den Nicht-so-Kenner ist halt wirklich die Frage, was ist das? Was machen die da? Mhm. Was soll das? Vor allem, wenn du nicht so ein TV-Junkie bist und dann halt eben diese Anleihen an Bewitched, also auf Deutsch verliebt in eine Hexe, später in den nächsten Folgen dann ja noch Brady Bunch, die wilden 70er auf Deutsch, genau, Zauberhafte Genie, Ozzy and Harriet, das sind ja alles Serien, die musst du halt in den 80ern irgendwie mal geguckt haben. Da waren sie ja schon alt, ja, sonst bist du da im Grunde genommen nicht drin. Also wenn du noch nie Bezaubernde Genie gesehen hast oder Verliebt in eine Hexe, also Bewitched, dann kann ich schon verstehen, dass man da sitzt und sich denkt so, hä? Genau, und das ist so ein bisschen das grundlegende Problem, was ich jetzt an der wöchentlichen Ausstrahlung sehe. Sicherlich auch eine Strategie von Disney, weil die einfach nicht so viel Material haben wie Netflix, dass die immer raushauen. Das Konzept der ganzen Serie ist ja, wie man es jetzt in den ersten Folgen gesehen hat und auch in den Trailern, dass es basierend auf Sitcoms durch die Ära der Sitcoms durchgeht. Es gibt Interviews, wo gesagt wurde, wenn wir irgendwann in den 2000ern ankommen, bei Malcolm mittendrin in dieser Ära, wird's eher düster und sarkastisch. Aber ja, wir als deutsche Zuschauer, wir kennen vielleicht in unserem Semester kennen wir noch die bezaubernde Genie, weil sie dauernd bei Kabel 1 hoch und runter gelaufen ist und bei ähnlichen Sendern. Heutzutage läuft das ja gar nicht mehr so. Und die erste Folge ist ja noch viel früher bei sowas im englischen, amerikanischen wie The Dick Van Dyke Show, die ich auch nicht gesehen habe. Das ist auch alles, das ist mir nicht bekannt. Aber die Elemente, mit denen gespielt werden, muss man schon wiedererkennen. Vor allen Dingen auch gibt es wesentliche Unterschiede zwischen sogar Episode 1 und Episode 2, wie es weitergeht. Aber diese Nuancen kriegt man nur mit, entweder wenn man Amerikaner ist und die Klassiker alle kennt oder wenn man tief im Serienuniversum drin ist und seine Sitcoms rauf und runter gesehen hat. Aber es sind auch diese Kleinigkeiten, also du hast es gerade eben angesprochen, in der, wie sich das immer weiterentwickelt. Also während wir in der ersten Folge ja wirklich 50er-Jahre-Sitcoms haben, also Ozzy and Harriet hast du gerade eben angesprochen, die Dick Van Dyke Show,
ist dann in der zweiten Folge auch das Intro 1:1 von Bewitched, also verliebt in eine Hexe, übernommen. Und da hat man auch schon etwas aufwendigere Produktion. Wir haben also jetzt dann schon plötzlich Außenaufnahmen, die gab es in der ersten Folge überhaupt nicht. Ja, es gibt verschiedene Kameraeinstellungen. Auch das gab es in der ersten Folge eigentlich so nicht. Und wir haben wiederkehrende Serientropes. Zum Beispiel das Serientrope des nie gesehenen und immer nur erwähnten Lebenspartners. In dem Fall der nervigen Nachbarin, auch so ein Serientrope, nämlich Agnes. Ja? Genauso wie das Serientrope, dass in US-amerikanischen Sitcoms die Haustüren grundsätzlich immer offen sind und nie abgeschlossen, sodass man einfach reinlaufen kann, so als Hausfreund. Ja? Das sind alles solche Dinge, die natürlich dann da reinspielen. Also, und das bringt uns dann eigentlich schon auch so ein bisschen so zur Nachbarin, nämlich Agnes. Da müssen wir gleich noch drüber reden. Fall. Und zu diesen ganzen Serienshows. Dazu haben wir, und du hast es gerade eben gesagt, Lea, auch ein wiederkehrendes Element eines meiner Lieblingsfilme, nämlich Pleasantville. Und an der Stelle mal ein ganz großes Shoutout, wer Pleasantville noch nicht gesehen hat, hat was in seinem Leben, in seinem Filmleben verpasst. Also guckt auf jeden Fall mal Pleasantville. Ihr werdet, wenn ihr Pleasantville schaut, ganz, ganz viel von der Inspiration für WandaVision auch sehen. Zum Beispiel eben, dass Farben eine ganz große Rolle spielen. Aber vielleicht eine Kleinigkeit habe ich noch. Ja. Weil das ist mir aufgefallen, ohne dass ich jetzt die ganzen alten Serien kenne. Aber bei uns ist ja, ich meine, ein Großteil unserer Fernsehkulturlandschaft, die mit ProSieben und vielleicht Sat.1 und so, vor allem mit ProSieben zusammengehangen hat, sind Sitcoms wie King of Queens und Co. Und da ist mir aufgefallen, das Set, das sah fast 1:1 wie das Haus von Carrie und Doug bei King of Queens. Ja, total. Aus. Man hat einen großen Raum, in den man reinkommt, das Wohnzimmer, mit einer Treppe, die nach oben geht, mit einem Durchgang zur Küche und einer Durchreiche. Die Küche geht dann weiter in den Garten. Das soll aber auch wohl ganz typisch sein für sowas. Die Dick Van Dyke Show hat da wohl viel geprägt, dass die Sets von diesen Sitcoms genauso aufgebaut sind mit den Aufteilungen. Und vielleicht da, wenn man ein bisschen drauf geachtet hat, ist es auch schön zu sehen, könnte ja jetzt auch bei den Heffernans zu Hause sein. Es könnte in jeder Sitcom zu Hause sein. Genau. Die Tanners sind so, die Bill Cosby Show ist so. Ich überlege gerade, ob mir eine Sitcom einfällt, wo es nicht so ist. Im Grunde genommen hast du eigentlich nur die Wahl, ist wie bei Roseanne, der Eingang auf der linken Seite und die Küche rechts, ja, oder der Eingang rechts und die Küche links. Also eine andere Wahl gibt es im Grunde genommen eigentlich gar nicht. Also außer du hast jetzt sowas wie Seinfeld oder Friends, da ist es dann schon mal ein bisschen anders. Also die klassische Sitcom ist eigentlich schon immer in dieser Geschichte gewesen, ja. Die Durchreiche ist immer sehr wichtig und der erste Trope, der auch in der ersten Folge durchgebracht wurde, mit dem Boss zu Abendessen. Der Boss wird eingeladen und dann gibt es sehr viele Awkward-Situationen. Plus, ich habe jetzt nicht ihren Namen drauf, die Mutter von den wilden 70ern, die ja auch Mama. Quasi eine Ikone in der Sitcom-Welt ist, die in allen Sitcoms irgendwie schon mal aufgetreten ist. Ja, das fand ich auch wirklich klasse. Bleiben wir doch kurzer bei dem Essen. Weil da ist für mich, das muss ich aber links erst beim zweiten Mal gucken, habe ich dann, also ich bin beim ersten Mal gucken, habe ich so kurz gestutzt, aber ich habe es nicht näher verfolgt. Dann ist mir in der zweiten Folge was aufgefallen, sodass ich nochmal zur ersten zurückgegangen bin. Kann es sein, dass Wanda in jeder Folge irgendwie, also was heißt in jeder Folge, also in diesen zwei Folgen, ich sag mal, wie, wo ist denn das noch so? Ist das nicht so bei Stranger Things, wo Eleven auch so ein bisschen, wenn sie wütend wird oder außer Konzentration gerät, so praktisch ihre Umwelt ein bisschen beeinflusst, dass immer, wenn jemand droht, diese Scheinrealität zu entlarven, wie zum Beispiel der Boss oder Dottie bei dieser Poolparty, dass denen dann irgendwas Schreckliches passiert. Also wenn man genau hinguckt, sieht man nämlich auch, dass sie den Boss anguckt, als der dann fragt, ja, wann haben sie denn jetzt geheiratet und wo kommen sie denn eigentlich her und wieso sind sie denn hierher gezogen? Jetzt sagen sie doch mal, da blinzelt sie ihn halt so an. Ja. Und genau in dem Moment fällt er dann mit Atemnot um, bis sie ja dann erst gar nicht weiß, was ist. Dann ist auch die Ehefrau, ihr habt es gerade angesprochen, in so einer Feedback-Schleife. Die sagt immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche, bis sie so die vierte Ebene durchbricht und dann Vision sagt, jetzt hilf ihm. Aber eher in so einem,
Also nicht, wie es der Serien-Charakter oder dieser Sitcom-Charakter Wanda sagen würde, sondern wie es halt die richtige Wanda sagen würde. Ja. Und das dann auch später nochmal bei der Poolparty mit Dottie, als die sich in die Hand schneidet und aus dem Radio dann auch diese Meldung kommt. Das zeigt ja, wie sie in ihrer Realität quasi gestört wird, die, wie du es gerade schon gesagt hast, die heile Welt, die sie sich aufbaut, die dann durch irgendwelche Elemente, sei es von außen, durchbrochen wird, weil sie hört ja, ob sie die Stimmen schon hört, die sagen irgendwie, Wanda, stop, Wanda, where are you und sowas, ob sie die nur im Unterbewusstsein hört oder ob sie die schon richtig hört und dadurch ihre Welt quasi gestört wird. Ja, auf jeden Fall. Und so ist diese Serie ja im Grunde genommen voll vor Anspielungen. Wir haben zum Beispiel, wir hatten gerade Agnes angesprochen, die Nachbarin. Die soll ja, das ist jetzt so nicht bestätigt, aber alles, sage ich mal, spielt natürlich darauf an, dass es sich dabei um, wie heißt sie, Agatha Hartford, hilf mir mal kurz eben, Lea, wie heißt sie? Agatha Harkness. Handelt eine Oberhexe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die ja im Grunde genommen in beiden Folgen jetzt erstmal und in der zweiten Folge wird es dir ins Gesicht gehauen, erstmal danach trachtet, dass Wanda jetzt mal gefälligst schwanger wird. In der ersten Folge mit den Verführungstechniken und in der zweiten Folge sagt sie dann auch mehrfach, you are the star of this show, sogar wörtlich, ja. Und dann heißt ja die zweite Folge, die heißt nicht so, aber alle sagen ja for the children, for the children, for the children, for the children, for the children. Und kaum sind die Betten, die vorher noch getrennt waren, zusammen, wird auch schon geschnackselt und dann ist sie schwanger. Wer ist auch, Agatha Harkness? Agatha Harkness ist eine Hexe und die hat für Nightmare gearbeitet oder sie arbeitet für Nightmare. Und das ist ja das Spannende, weil Nightmare wird der Bösewicht in Doctor Strange 2 sein. Und man konnte auch schon sehen, dass es sich, sagen wir mal, zu 95% sehr wahrscheinlich bei Agnes und Agatha handelt, weil die haben beide die gleiche Brosche. Die tragen so eine Brosche. Und im MCU wird ja auf so kleine Details häufig mal geachtet. Deswegen halte ich das für nicht unwahrscheinlich. Ja, sie hat auch so ein Cape an. Ja. Genau. Broschen sind auch so ein Ding. Wir sehen in der zweiten Folge ja dann noch Geraldine. Die ist ja bestätigt als, Moment, wie heißt sie? Rambo, wie heißt sie, wie heißt der Vorname? Carambo, die Monica. Tochter, Monica, genau, Monica Rambo, die Tochter von Captain Marvels bekannter Freundin, whatever, ich weiß nicht mehr genau. Und die hat ja auch so eine Brosche. Und die sieht ja so ein bisschen aus wie diese Portale, die Dr. Strange und seine Zaubererfreunde immer machen. Und auch wie sie dann da in diesem Kabinett dann auftaucht und verschwindet, das ist ja, also Michael, du stehst ja so auf deine Chekhovs Gun, ja, und das ist ja geradezu, da werden ja Dinge angeteasert, die, ich hoffe mal, alle noch so einen schönen Payoff haben, also dass sich das alles noch so wunderbar aufbaut. Du, wir sind hier nicht in der Serie, die letztens ihre dritte Staffel abgeschlossen hat. Hier werden auf solche Details geachtet, ja, und auch solche Sachen wie, es wird ja spekuliert, kenne ich nicht, kennst du vielleicht auch wieder, Lea, dass die selbst diese Freunde, wenn man sie richtig zusammenstellt, irgendwie Marvel's Satan 7 dahingehend deuten sollen. Nee, das wusste ich natürlich noch nicht, das ist mir jetzt auch neu. Also es gibt eine Theorie, dass die, wie heißen die, Fred, Linda, Dennis the Mailman, Dottie, Phil, Beth und Herbert irgendwie ohne Geraldine schon deutlich auf Marvels Satan 7 hinweisen sollen, dass die sich als solche entpuppen und da auch wohl reinpassen sollen. Also textlich wird auf jeden Fall eine ganze Menge angespielt. Also zum Beispiel sagt ihr dann Dottie, the devil's in the detail, woraufhin dann Agnes sagt, not only there. Ja? Und vielleicht ist ja Ralph irgendwie der Teufel im MCU, der ganz nach Goethe ja Mephisto heißt. Wobei ich überhaupt keine Ahnung habe, was mit dem auf sich hat. Wie muss ich mir denn im Marvel-Universum einen Teufel vorstellen? Kann mich da jemand ein bisschen aufklären? Der sieht tatsächlich so aus wie ein Teufel. Also zumindest in den Comics ist es so. Und ja, Mephisto hat eine riesige History. Also da kannst du wirklich irgendwie so ein dickes Lexikon aufschlagen. Aber vielleicht, wenn wir ein bisschen mehr über die Celestials erfahren, wird da auch ein bisschen mehr aufgeschlagen. Oi, oi, oi. Denn wie Hades sozusagen, ja. So wie so ein böser
Ja, wie so ein böser Teufel. Okay, wie so ein Teufel halt. Okay, Celestials fiel jetzt auch gerade, an die habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht, aber klar, wo natürlich auch ein Teufel ist, muss es auch was Himmlisches geben. Ja, ja. Dann natürlich Celestials hatten wir nicht im Guardians of the Galaxy, diese Celestials, ne? Oder? Nee, ich glaube, die kommen erst, werden erst mit den Eternals eingeführt, genau. Ne? Oh Gott, die Eternals. Aber in der Comic-Reihe ist es aktuell bei den Avengers auch immer wieder Thema mit den Celestials. Es sollte. Ich will gar nicht über die Celestials reden. Genau. Es sollte, wenn alles nach Plan gegangen wäre, hätten wir letztes Jahr Black Widow gehabt. Wir hätten dieses Jahr soll angeblich dann The Eternals als Film rauskommen, neben ein paar anderen, was dann eher die. Die Eternals gehen dann eher in den galaktischen Raum, wie Thanos sind die unterwegs, habe ich so verstanden, so Götterwesen quasi. Aber dann haben wir auch mehr wieder so eine Truppe wie die Guardians, die aus eher höheren Wesen bestehen. Aber da haben wir ja noch nicht mal irgendwelche Trailer zugesehen, von daher. Nee. Ich finde auch eine ganz wichtige Sache, über die wir auf jeden Fall noch reden müssen, bevor wir bei der Episode 2 ein bisschen tiefer gehen, ist die Endsequenz von der Folge 1. Denn wer da aufgepasst hat, der wird das Logo von S.W.O.R.D. erkannt haben. Der Sentient World Observation and Response Department, Abteilung von S.H.I.E.L.D. Ja, super. Ich musste mir es auch tatsächlich aufschreiben, wie der ganze Wortlaut ist, weil ich kann mir das nie merken, ne? Ja. Ist das eine Untereinheit von S.H.I.E.L.D. oder ist das ein Konkurrenzverein? Genau, das ist eine Antiterror- und eine Geheimdienstgeschichte und die sind eben Unterabteilung von S.H.I.E.L.D., aber die beschäftigen sich mit außerirdischen Bedrohungen. Das ist das Spannende jetzt an der Geschichte. Weil man sich gerade noch in der Serie fragt, außerirdisch? Das ist jetzt irgendwie ganz neu. Lustigerweise wurde schon damals, als ich glaube Agents of S.H.I.E.L.D. in die 5. Staffel gegangen ist, oder war es die 4., da waren sie auf jeden Fall im Weltraum, wurde spekuliert, weil der Cliffhanger der Staffel davor war, dass Coulson plötzlich in einem Raumschiff aufwacht und da haben alle schon damals spekuliert, dass das S.W.O.R.D. sein könnte, was da eingeführt wird, aber Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. durfte ja wirklich nur mit den Randfiguren des MCU von Marvel rumspielen, deshalb war es am Ende nicht, aber eines, was ich auch von den Comics immer wieder als Bild im Kopf habe, dass S.W.O.R.D. eine Raumstation um die Erde rumherum als Basis hat, richtig? Genau. So ist das auch das, was ich bisher über S.W.O.R.D. gelesen habe. Das ist, kommt ja immer mal wieder irgendwie vor, aber ich habe jetzt auch noch nie irgendwie, also es wird jetzt halt mal Zeit, dass S.W.O.R.D. mal seine Bühne kriegt, sagen wir es mal so. Ne, weil es bisher immer nur in den Comics und bisher immer nur ganz klein und ich bin mega gespannt, was da jetzt noch kommt, weil das Logo haben wir ja mehrfach gesehen, nicht nur am Ende von der Folge 1, sondern auch in der Folge 2 bei dem Hubschrauber, den Wanda da aus dem Müll fischt unter anderem und worüber man auf jeden Fall auch noch reden muss, ist die Endszene in Folge 2, aber da kommen wir noch bestimmt gleich noch zu. Ja. Ich habe noch mal eine Zwischenfrage. Ich meine, wir reden jetzt auch wieder so tief darüber und Chris hat schon ein bisschen, klein bisschen wieder abgeschaltet in der Richtung. Ich höre euch andächtig zu. ich frage mich wirklich gerade, die Filme konnten es noch relativ einfach halten. Natürlich wurde im Hintergrund einiges reingespielt und dann hatten wir irgendwie dann noch Nebengeschichten, die aber größtenteils vermieden worden waren. Ich hatte nochmal nachgeschaut, in den Filmen, im Gegensatz zu Serien, haben ja eigentlich wenig Zeit bisher mit den Charakteren verbracht. Ja. Bis Endgame hatten wir Vision insgesamt 23 Minuten und 30 Sekunden auf dem Bildschirm gesehen. Krass. Und Wanda hat sich bis Endgame geteilt die Zeit mit Nebula und zwar 34 Minuten und 15 Sekunden. Also die haben in diesen beiden Episoden schon insgesamt mehr Screentime bekommen, gefühlt, als die in 22 Marvel-Film bekommen haben. Und einerseits fragt man sich da, gut, wir reden über viele Details und viele steigen schon aus. Wird es nicht so langsam zu komplex, dass wie bei den Comics alles zu dezentralisiert, zu partitioniert wird, dass man überhaupt am Ende nicht mehr folgen kann?
Also da schreibst du schon das, was der Chat, oder da sprichst du aus, was der Chat schreibt. Also bunt und ranzig schreibt ja auch, puh, und die Folgen wirkten so erfrischend unkompliziert. Ja. Also ich finde das eigentlich total toll, dass es so verzwickt. Finde ich super, weil, wie gesagt, ich liebe den Charakter und da kann es mir nicht detailliert genug sein. Ja, aber die Frage ist halt, verliert man halt da nicht dann auch Zuschauer, ne? Also beziehungsweise bekommt sie gar nicht erst, was ja dann so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy ist, weil wenn das jetzt keiner guckt, dann ist halt die Frage, ob, ich sag mal so, oder andersrum, war es clever, damit anzufangen? Hätte man nicht vielleicht erstmal auf ein Zugpferd setzen sollen, Tom Hiddleston und Loki, und damit beginnen? Was Leichteres, was Zugänglicheres? Ja, aber das Schöne an der WandaVision-Serie ist ja, dass du das schauen kannst, total unbefänglich, wie eben die Leute auch im Chat geschrieben haben. Ach, ich dachte, das wäre so schön herrlich unkompliziert. Du kriegst das quasi gar nicht mit. Erst wenn du da dich reinsteigerst und recherchierst, dich informierst, es nochmal schaust, erst dann begreifst du, wie komplex das ist. Und das ist auch etwas, was für Wanda einfach sein muss, finde ich, weil das gut zu ihrem Charakter passt. Und deswegen finde ich es als Einstieg eigentlich gar nicht so verkehrt, weil, wie gesagt, du kannst es ganz unverfänglich schauen, musst es aber nicht. Ja, aber ja, es stimmt schon. Aber dafür ist dann vielleicht das Release-Modell eher wieder, wie wir am Anfang gesagt haben, schädlich. Dass man es nicht in eins gucken kann. Weil wenn man es ins eins gucken würde, dann hätte man einerseits dieses Binge-Modell, das man sowieso mit den Sitcoms heutzutage macht. Man würde das Konzept viel besser verstehen und hätte dann mehr den Ansatz, glaube ich, noch, wie zum Beispiel es Mandalorian gemacht hat auf der Star-Wars-Seite, wo man wirklich ganz neue Charaktere, die man so noch nicht kannte und mit denen man noch keine Zeit verbracht hat. Wenn man auf Disney Plus schaut, gibt es jetzt auch eine Serie namens Marvel Legends, die nichts anderes macht, als in 7 Minuten jeweils die Geschichte des Charakters zusammenzufassen und alles, was wir bisher gesehen haben, inklusive Akzent von Wanda, der mittlerweile nicht mehr da ist. Ja, so traurig. Ich finde es halt so schade, weil ich stehe total auf diese ganze Hintergrundgeschichte von Wanda und ich finde, eigentlich hätte es eine Serie über Sokovia geben müssen, weil da man so viel rausholen kann. Ne? Deswegen finde ich es immer so ein bisschen traurig, dass die diese Hintergründe von ihr, die Kultur auch wegnehmen. Also Fans erklären sich das damit ja so ein bisschen weg, dass vielleicht Black Widow sie trainiert hat in Sprache und Form, weil die ja auch keinen russischen Akzent mehr hatte. Ich bin jetzt gerade gar nicht so tief da drin. Warum wurde der Akzent weggenommen? Weil sie dachten, es war ein Fehler. Genau, war einfach nicht mehr schön zu hören. Was ich überhaupt nicht so empfinde. Ich liebe Wandas Akzent. Ich finde den so toll. Und das ist total der Herzschmerz für mich. Ne? Also ich war in der Serie auch wirklich entrüstet, weil ich dachte, boah, die haben mir den kompletten Akzent jetzt ganz weggemacht. Also es wurde vorher schon immer sehr minimiert seit Infinity War. Und jetzt hörst du ja gar nichts mehr raus. Und das finde ich schade für die Figur. Aber der Akzent war ehrlich gesagt, ich habe MCU-Filme spätestens seit, glaube ich, Iron Man 2 fast alle nur auf Englisch gesehen. Und ich muss schon sagen, der Akzent war schon etwas holprig. Also. Ja, es ist halt ein erfundener Akzent. Ne? Ja. Also es ist, deswegen finde ich holprig ein bisschen schwierig, weil Sokovisch oder Sokovianisch als Sprache gibt es halt nicht. Ne? Die mussten sich da was ausdenken. Und die haben sich dann ein bisschen was zusammengeschustert. Und deswegen finde ich eigentlich das sehr spannend, was Aaron Taylor Johnson und Elizabeth Olsen da zusammen erarbeitet haben mit dem Akzent in dem Bereich. Es ist ähnlich wie bei Star Trek mit Marina Sirtis, die sich ja auch von Deanna Troi einen eigenen Akzent ausgedacht hat, den wir natürlich im Deutschen nie gehört haben, aber der im Englischen so dermaßen stark herauskommt, weil es einfach ein fiktiver Akzent ist. Bevor wir dann auf die, sag ich mal, Zielgerade einbiegen, denn ich weiß, der Dschungel ruft. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Möchte ich doch über ein
über eine Sache reden, bevor wir dann ein paar Anrufe entgegennehmen. Also wer also von euch da noch was zu sagen hat, ich sehe schon, ein paar Leute sind schon im Wartezimmer. Da werden wir dann gleich noch den einen oder anderen dazuschalten. Also kommt fleißig auf nerdizismus.de/Discord und meldet euch dort an. Und dann könnt ihr im Wartezimmer gleich eure Meinung zu WandaVision mit uns teilen. Sollten wir über eine Farbe reden, die ja ganz besonders in dieser Serie ein herausragendes Element ist, denn sie ist die ersten beiden Folgen, jetzt mal das Ende davon abgesehen, die einzige Farbe, die wir sehen, nämlich Rot. Und nicht nur, dass wir die rote Farbe explizit sehen, sie wird sogar noch mehrfach angesprochen. Also als Vision sein Kaugummi bekommt, ist er ja ein Big Red. Von daher, mehrfach ist die Farbe Rot zu sehen. Was hat's denn mit Rot auf sich? Wer kann uns da denn mal von euch beiden weiterhelfen? Wandas Kostüm, ne? Das war schon immer Wandas Farbe. Also die hat ja schon damals in den Oldschool-Comics immer ein rotes Kostüm getragen und das haben sie ja jetzt im MCU auch versucht zu übertragen mit der Lederjacke am Anfang und jetzt dieser Lederumhang mit dem Korsett und so. Und Visions Farbe ist auch rot. Rot und Rot gesellt sich gern und nachher kommen die Zwillinge dabei raus. Übrigens sehr nett, was der Chat hier noch schreibt. Zu Traumwelt im Stil einer alten US-Serie passt es eigentlich, dass osteuropäischer Akzent ignoriert wird. War doch große Kommunistenjagd. Ja. Das wäre ja lustig, wenn sie den dadurch wieder reinbringen später. Ich hoffe auch. Ich denke auch, dadurch, dass es eine Traumwelt ist, kann sie sich den auch wegträumen. Mhm. Von daher, Rot finde ich eigentlich sehr schnell abgehandelt, außer ja. Du hast da noch große Erkenntnisse. Nö, alles gut, aber ich dachte, für alle, die eben da nicht so in dem Lore drin sind, sollte man das sicherlich auch mal erwähnt haben. Was ja sehr schön war, wo ich sehr lachen musste, waren die zwei Werbespots, die waren großartig. In jeder Folge kommen. Ganz großartig. Wir haben zum einen erstmal einen Spot der Firma Stark Industries für einen Toaster, der alles toasten kann. Iron Man Geräusche vorgibt, ausgibt und sogar so ein bisschen ein Gesicht hat. Und wir haben eine Werbung, die nach heutigen Maßstäben ja chauvinistischer gar nicht sein könnte, aber bis in die 80er hinein, die späten 80er hinein, war Fernsehwerbung ziemlich genau so. Und zwar nicht nur für Uhren, sondern auch für so Dinge wie Kaffee. Ja, also ich erinnere mich da an so eine, ich weiß nicht, ob das jetzt Jakobs Krönung oder Edusho-Werbung war, wo die Hausfrau, die Brave, dann den Kaffee kocht und Ötte im Büro dann den Kaffee nicht trinkt, ja, weil die hat ja keine Edusho genommen, die Alte zu Hause. Was soll das? Ja. Und die Werbung mit der Uhr ist ja noch spannender, wenn man das richtig, sieht. Genau. Und die Uhr ist eine Firma mit Umlaut, das heißt, es muss ja dann was Deutsches sein. Strücker. Strücker sagte, hat es mir doch gleich geklingelt, dass ich mir Strücker. Ist das nicht die Hydra-Nummer? Jetzt ist genau. Hydra auch noch wieder da. Ich dachte, Hydra haben wir schon hinter uns gelassen mit Thanos. Nein. Also, nee, definitiv nicht. Hydra wurde ja ganz stark im Agents of S.H.I.E.L.D. behandelt. Also Hydra ist im Prinzip nie verschwunden. Nach dem Winter Soldier haben wir es nur nicht groß in den Filmen wieder gesehen. Wir hatten einen ganz, ganz großen Fall von Hydra in den, weswegen man sich eigentlich Agents of S.H.I.E.L.D. anschauen soll, und von Strucker. War auch eine doch einigermaßen wichtige Figur, die in Age of Ultron nur am Rande vorgekommen ist und vorher in einer Endcredit-Szene von unserem deutschen, wie heißt er nochmal? Wie heißt er nochmal? Schauspieler. Der Christian Brühl war das nicht, ne? Daniel Brühl, Christian Brühl, Till Barth, Mario Schweiger. Thomas Kretsch, der Kretschmann war das doch. Ja, der Kretschmann, genau. Unser Herr Kretschmann hat den doch gespielt. Endlich mal ein Deutscher, der auch einen Nazi spielen darf und nicht nur ein Amerikaner, der einen Nazi spielen darf. Von Strucker war ja eigentlich auch für die Kreation von im MCU dafür zuständig, dass Wanda einfach erschaffen wurde mit ihren Kräften. Ganz genau. Und da finde ich es auch sehr spannend, dran zu schließen. Wir haben ja oft dieses Radio immer im Rauschen gehört und diese Stimme. Und mich würde es mal total interessieren, was ihr denn glaubt, von wem die Stimme sein könnte, ob ihr da irgendwie schon Theorien habt. Weil das ist so eine Sache, das brennt mir unter den Fingernägeln, ey. Also, wenn man jetzt diesen Imker in Folge 2
glaube ich, Folge 2 war es, ne? Dann ja noch sieht, der hatte ja ein Sword-Logo auf seinem Imkeranzug und in der ersten Folge sieht man ja dann auch diese, also die Kamera aus dem Fernseher rauszoomen, sieht man ja dann auch wieder in der anderen, also in 16:9 in der anderen Aspect Ratio, sieht man dann ja auch, dass da jemand sitzt und das Ganze beobachtet. Also von daher ist halt die Frage, wenn wir vorhin gesagt haben, Traumwelt, in die sich Wanda flüchtet, irgendjemand scheint ja von außen Zugriff drauf zu haben. Auch dieser Hubschrauber dieses Hubschrauberspielzeug war, glaube ich, nicht ein Spielzeug, sondern ist vielleicht irgendwie aus Versehen da reingeraten. Ja, da hat irgendjemand da abgeliefert. Kamera gewesen sein oder sowas. Das vielleicht so ein bisschen Truman Show, also das Ganze genau, ist wie die Truman Show. Ja. Absolut. Also gerade auch bei dem Imker bin ich wahnsinnig gespannt, weil ich auch erstmal dachte, wieso steht da jetzt ein Imker? Bis mir dann wieder einfiel, die vom AIM, die sehen so aus und deswegen steht da ein Imker, ne? Weil jetzt musst du uns helfen. Was sind denn AIM? Das ist der Advanced Idea Mechanics. Das ist eine Forschungs- und Entwicklungsagentur. Die machen so Gentherapie, um zum Beispiel beschädigtes Gewebe zu regenerieren. Und die Leute, ja, sind ein bisschen durchgedreht und haben dann die Leute, an denen sie geforscht haben, als Attentäter benutzt. Und jetzt kommt das Spannende. In den Comics ist es nämlich von Strucker als Hydra-Zweig gegründet worden, den AIM. Also die sehen halt so aus wie Imker und sind quasi eine Terrororganisation. Das heißt, das war jetzt, aber der hatte doch ein Sword-Logo auf dem Rücken, wenn ich mich recht entsinne, oder? Und das ist jetzt das Spannende daran, wie die beiden Sachen zusammenspielen. Also man, das ist halt, da bin ich auch noch irgendwie ganz grün hinter den Ohren, weil ich das auch noch nicht so ganz mit zusammenrechnen kann. Ich sag mal so, ne, S.H.I.E.L.D. und Hydra haben ja auch eine gemeinsame Geschichte und eine gemeinsame Vergangenheit. Wer weiß, was da wieder passiert ist. Also. Wie gesagt, es wäre schade, wenn sie jetzt Agents of S.H.I.E.L.D. ganz weglassen würden, aber später ist Agents of S.H.I.E.L.D. auch in eine parallele Dimension so ungefähr gegangen, weil da haben wir eigentlich die ganze Hydra-Geschichte schon hinter uns gebracht. Wenn sie es jetzt hier machen würden, dann würden sie effektiv sagen, okay, Agents of S.H.I.E.L.D. ist absolut kein Canon, was ich dann wiederum schade fände, weil wenn man auch wieder auf unsere Screentime geht, der MCU-Charakter mit der meisten Screentime wäre eigentlich Phil Coulson, der durch alle 7 Staffeln Agents of S.H.I.E.L.D. über 10.000 Minuten oder so, über 100 Stunden zusammenbekommen hat, von bisher noch kein anderer drangekommen ist. Zur Stimme einmal kurz. Ich habe versucht, irgendwas rauszuhören. Same. Ich saß da auch so, oh mein Gott, ist es Quicksilver? Ist es Quicksilver? Ihr meint jetzt die Stimme aus dem Radio? Ja. Also, ich hatte es mir notiert. Ich muss gerade noch mal eben schauen, wo hatte ich mir... Also, der Song war ja Help Me Rhonda, der dann so übergeht in Help Me oder in Wanda. Wanda, are you there? Sagt er, glaube ich. Who is this doing to you, hatte ich mir notiert. Genau, who is this doing to you, Wanda? Ich habe gedacht, vielleicht ein bisschen Jeremy Renner, Hawkeye rauszuhören, aber ich weiß es nicht. Ja, also es kann jemand sein, der ihr helfen will, aber es kann auch tatsächlich ja jemand sein, der weiterhin auch möchte, dass sie in dieser Fantasiewelt bleiben will. Ne? Also dieses falsches Spiel oder sowas. Und das finde ich eigentlich das Interessante an der Stimme, dass man immer noch nicht sagen kann, wer ist das denn jetzt ganz genau? Weil man hört nicht zu 100% auch raus, wer es ist, weil die Stimme immer hinterlegt ist von diesem Radiogeräusch, von diesem Quietschen und sowas. Ja, ne? Also die haben das absichtlich, haben sie die Stimme unkenntlich gemacht, weswegen ich mir eigentlich sehr sicher bin, dass es jemand sein muss, den man kennt. Sonst wäre das unnötig Effekthascherei, finde ich. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir dann mal den ersten Anrufer reinnehmen. Gibt es denn irgendwelche Infos darüber, ob die Verlegung von Black Widow, die Verschiebung, jetzt Einfluss auf diese Story hat? Hat sie nicht. Sollen nicht haben. Kevin Feige wurde gefragt und der meinte, auch wenn es so aussieht, hat die Pandemie eigentlich den Plan fürs MCU gar nicht so weit durcheinander geworfen, eigentlich fast gar nicht beeinflusst. Okay, dann würde ich mal sagen, ist es Zeit für den ersten Anrufer, mal schauen, wer da noch dazukommt.
Wir holen mal den XL Flash hinein. So, XL Flash, schönen guten Abend. Du bist auf Sendung. Dein Name und woher kommst du? Ja, mit dem Gordon vom Videogamecast, der hier auch schon im Chat nebenbei die ganze Zeit versucht, Aufklärungsarbeit zu leisten, soweit es mir möglich ist. Aber ja, guten Abend euch. Guten Abend. Hallo, grüß dich. Guten Abend. Hallo. Deine Meinung, Hallo. Frage, Einschätzung zu WandaVision. Wie ging es dir, als die Folgen vorbei waren? Ich halte wenig davon, von dem, was ich bisher gesehen habe. Und ich habe die ganze Zeit ihr zugeguckt bei euch und zugehört und mir kribbelt es unter den Fingernägeln, aber ich habe bestimmt nicht so viel Redezeit, als dass ich alles rauslassen darf. Aber, der will ja gleich noch den Dschungel gucken. Ja. Ein paar Minuten hast du noch. Ich gebe mir Mühe, alles zusammenzufassen. Also, ich glaube, es ist spät in im Pocket-Universe. Allerdings glaube ich nicht, dass es eine Fantasie von Wanda ist, von der Scarlet Witch. Und deswegen ist alles rot. Ne? Also ich glaube, es wird irgendwann darauf hinauslaufen, dass sie ihren Namen am Ende dieser Serie dann auch bekommt, den sie in den Comics hat. Ich glaube, dass sie gefangen genommen wurde und oder freiwillig in Isolation gegangen ist, dass sie überredet haben, das zu machen, um an den Teil zu kommen, der Shuri gefehlt hat, um diesen welchen Stone hat Vision im Kopf? Mindstone. Den Mindstone nachzuholen. Den gelben. Weil Shuri, genau, den gelben. Ja, reden wir über den gelben Stein. Shuri meinte ja, sie kann den replizieren, ne? Und während des Replizierungsvorgangs ist ja was, also ist es schiefgelaufen und es fehlt halt noch so ein Stück. Und ich glaube, dass sie versuchen, das damit hinzukriegen, um Vision wieder zu aktivieren. Es sich aber am Ende rausstellt, dass es halt AIM ist, wie du schon gesagt hast. Und dass es eine Hydra-Organisation ist, die letztendlich sie versucht dann auf ihre Seite zu kriegen, sie unter Kontrolle zu kriegen, um sie dann gegen die anderen Avengers antreten zu lassen. Aber das, ey, ganz ohne Scheiß jetzt mal wirklich, ne? Das kann man eigentlich nur denken, wenn man der absolute Vollnerd ist. Ja, und voll. Alles weiß. Wirklich, ich stelle mir das so vor, ne? Ich weiß ja hier mit Tobi, meinem Kompagnon, mit dem wir den Podcast machen, der guckt halt die Filme, sag ich mal, als Unterhaltungsfaktor und ist nicht so wie ich jetzt oder wie, sagen wir mal, zwei Drittel von euch, der halt jeden Scheiß dann im Internet sich durchliest und jede Theorie. Und mein Gott, ey, ich habe mir auch dazu alles durchgelesen, weil ich will einfach, dass das gut ist. Aber ich finde bisher die zwei Folgen, ich habe angefangen vorzuspulen bei der ersten Folge, bis dann der Typ sich auf einmal da am Essen verschluckt. Ich konnte nicht glauben, dass sie das wirklich durchziehen. Ich dachte, okay, 5 Minuten halten sie es durch oder 10 Minuten. Und dann ist aber hier mal der große Knall und dann sehen wir irgendwas von, warum es sich lohnen sollte, diese Serie zu gucken. Aber zwei Folgen und da kommen nur so Titbits bei rum, wo man die Serie irgendwie in Zeitraffer gucken muss, um die nicht zu übersehen. Oder halt ab und zu mal so ein rotes Element oder halt diese wirklich genial gemachte Werbung dazwischendurch, die den uninformierten Zuschauer oder uninformierten Nerd halt sich am Kopf kratzen lassen und uns dazu anregt, okay, ich muss im Internet nachgucken, was heißt das jetzt genau mit dem Toaster? Strucker, ja natürlich hier, das war der Kretschmer, klar. Oder warum sind rote Elemente da drin vorgekommen? Sword und Shield. Und weiß ich nicht, was alles, das ist so viel Nerd-Zeugs. Die Serie muss ohne das funktionieren. Also es muss eigentlich eine Serie sein, wie auch die Filme. Die muss einmal diese Anekdoten mitbringen aus den Comics, um die ganzen Nerds zu bedienen. Die muss aber auch auf der anderen Seite für die Leute funktionieren, die eben nicht so tief in der Materie drin sind, die das alles nicht interessiert, die nicht wissen, was House of M ist, die nicht wissen, dass die X-Men eigentlich da reingehören in dieses Marvel-Universum, ne? Dass das eigentlich die Kinder von Magneto sind und so weiter und so fort. Also, das wird ein krasser Spagat werden. Ja, und ich denke, das wird sich am Ende bei, wie viele Folgen kriegen wir? Wahrscheinlich so 8 9. Oder so, schätze ich mal. Neun. Dann wird es sich so bei der vielleicht schon 4. Folge, 5. Folge einpendeln, dass wir in der Jetztzeit angekommen sind, also in der aktuellen Zeit, und dann crasht dieses Universum, in der sie sich da befindet, dieses Pocket-Universe. Ich glaube nicht, dass es ein Multiversum ist. Das wäre jetzt zu viel für so eine Fernsehserie. Das wird schon schwierig genug werden, all die, sagen wir mal, nicht Fehler, aber all die Abkürzungen, die sie genommen haben in den Filmen, weil sie nicht die ganzen Rechte hatten für die ganzen Charaktere, dann wieder irgendwie auszugleichen mit so Multiversum-Zeugs. Aber für eine Serie ist das schon, boah, das wäre schon sehr krass. Ne? Das ist ja eigentlich so, ja, diese echte Unterhaltung.
Meinst du nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass die das durchziehen. Also wenn wir jetzt die erste Folge die 50er hatten, die zweite Folge die 60er, dann kommen wir in die Farbära rein mit den 70ern, dass pro Folge eine Ära der Sitcom durchgenudelt wird. Ich meine, wenn man in den Trailer reinschaut, dann haben wir ja durchaus noch einiges vor uns und auch alles, was Kevin Feige vorher mal erwähnt hat. Er meinte ja auch, wenn wir in die 2000er kommen, dann wird es eher sarkastisch und düster. Also wir haben... Hätten wir 6-7 Folgen oder so, ne? Ja, das wäre schon krass, schon ja. So in die Richtung gehen. Ja, ja, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass es pro Folge tatsächlich eine Ära sein könnte, ja. Weil doch, die ersten beiden klar, ja so ähnlich waren. Ja, aber ihr habt recht, ne? Dass es tatsächlich dann... Ich hätte es thematisch, ich habe jetzt davor nicht so viel davon gelesen, aber ich hätte die erste Folge zum Beispiel schon in die 60er angesiedelt. Aber wenn ihr sagt, Dick von Dyke Show, ich glaube, das war schon vor den... War 50er dann. 50er. Ja. Ja. Ja, okay, dann kann es tatsächlich hinkommen, ja, dann... Okay. Also wir müssen dann jetzt in der nächsten Folge... wir müssten dann jetzt in der nächsten Folge halt Ende der 60er sein, dann in die 70er übergehen. Ich hoffe immer noch, dass so ein Mr. Ed-Verschnitt noch kommt. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, wann der war. Und ich hoffe ja auf Matlock. Aber die werden bei Sitcoms natürlich bleiben. Wobei so ein bisschen Matlock wäre natürlich. Ich habe früher immer gerne Matlock geschaut. Matlock wäre super, ne? Matlock! Früher immer gerne Matlock geguckt. Fand ich immer schön als Kind. Übrigens, an der Stelle mal ein kurzer Hinweis. Nächsten Montag werden wir über Sci-Fi-Serien unserer Kindheit reden. Und da könnt ihr natürlich dann auch wieder fleißig anrufen. Vielleicht bin ich dann eigentlich der Unbedarfteste bei der ganzen Nummer hier in unserer Runde. Denn, und auch das Forever Nerd Girl, wie gesagt, maximal durchblättern Comics und ab und zu mal einen kleinen Wikipedia-Eintrag. Ansonsten reine MCU-Gucker, Mehrfach-Gucker und da auch Hintergrund etc. pp. Aber wie gesagt, es war auf das Filmuniversum und Serienuniversum beschränkt. Also Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage etc. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten unseren Spaß daran, auch ohne das tiefe Wissen, weil wir doch genug erkannt haben aus Basis der Filmwissen, ohne jetzt halt eben alles zu wissen. Ne? Also das House of M, das gebe ich zu, das wusste ich so nicht, das habe ich mir dann angelesen, den Strucker habe ich erkannt, das so mit dem Rotding war mir klar, beziehungsweise was es mit auf sich hat und eben auch so dieses Sword und so weiter. Also von daher, wir hatten auch unseren Spaß an der ganzen Geschichte. Allerdings natürlich klar, wenn du auf der Basis des Trailers gedacht hast, dass das eine Sitcom wird, dann bist du natürlich völlig falsch gewesen. Und wenn du auf Basis des Trailers gedacht hast, das wird jetzt halt so ein Endgame 2.0 mit viel Bum-Bum und Schießerei und Pfeil und Bogen und so. Also das war eigentlich ja auch klar, dass das nicht wird. Ich glaube, für die Action ist Falcon and the Winter Soldier zuständig. Ja. Aber Moment, ja, sie haben es. Also, ja. Wenn du eine Sitcom erwartet hast, ist ja am Ende auch eine Sitcom rausgekommen. Vielleicht nicht die Sehgewohnheit einer Sitcom, die wir kennen, aber es ist doch schon, die sind ja durchaus in den ganzen Klischees und den ganzen Witzen von damals drin gewesen. Also es ist ja eine Hommage an das Ganze und ich stimme dir völlig zu, Gordon. Ich habe auch gedacht, boah, sehen die jetzt 2 Schwarz-Weiß-Folgen durch, das wird aber anstrengend für Leute, die nicht unbedingt direkt gehuckt sind. Aber das fand ich halt auch eigentlich schön daran. Also nicht falsch verstehen, ich mag ja Schwarz-Weiß-Serie. Ja. Ne? Also original Twilight Zone kann ich mir rauf und runter angucken. Ne? Spielt ja auch so 60er bis in die Mitte der 60er. Das ist 4:3. Cool. Genau, 4:3, von mir aus auch 1:1. Das ist von wurscht. Aber ich hätte mir halt, ne, also diese kleinen Sachen, die halt reingekommen, so ein Mini-Helikopter, das leuchtende rote Lämpchen beim Toaster, das hätte ich mir noch, also zu 50% dann mehr gewünscht. Einfach der Bienenmann, der am Ende der Folge 2 kommt, der Typ im Radio, habe ich übrigens extra nachgelesen, nachdem er das jetzt, warum auch immer jetzt hier nicht rausgekriegt hat, das ist, Randall Park, also der Schauspieler, der das eingesprochen hat, und der spielt Jimmy Woo. Das ist irgendwie der FBI-Agent aus Ant-Man and the Wasp, und der arbeitet wohl, warum auch immer man das weiß, für S.W.O.R.D. Aber auch nur nachgelesen. Auch im Intro der zweiten Folge kommt auch, habe ich auch nicht gesehen, habe ich auch. Hat er einen Voice-Credit oder was? Nee, da kommt der Helm vor vom Grim Reaper. Das stimmt, ja.
80er Jahre super Bösewicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, also das sind so Sachen, die die reinmachen, damit wir was zu lesen haben. Aber das sind keine Sachen, die die nachher aufgreifen. Hundertprozentig nicht. Das mit der Hexe, okay, das kann ich mir vorstellen, dass irgendein Charakter aufgegriffen wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die abstrusesten, schlecht gezeichneten Superbösewichte irgendwie aus den 80ern in die Comics oder aus den Comics lebendig werden lassen, weil die haben oft halt so komische Kräfte. Naja, es gab ja im Vorspann auch Bova-Milk. Also sogar, also Bova kenne ja ich auch schon, die künstlich geschaffene Kuh, der künstlich geschaffene Kuh-Superheld, der mit, genau. Moment, wie war das? Der mit den künstlich geschaffenen Tiermutant-Menschen und die Kräfte der Ritter der Tafelhunde haben und irgendwie Excalibur schwingen, das Universum erobern. Okay, ich glaube, das kriegst du heutzutage dem durchschnittlichen Disney-Plus-Zuschauer, das kriegst du nicht verkauft. Nee, das sind alles nur Sachen, die für den Fluff da sind. Na, damit das im Internet halt rund geht. Ja, glaube ich auch. Die werden, ich glaube, ich kann mir vorstellen, und nicht umsonst wird er von vielen als einer der heute größten oder erfolgreichsten Produzenten betrachtet, dass Kevin Feige da schon auch hier ganz doll seinen Daumen drauf hat, dass der merkt, das ist genug für den Einstieg, dass alle da reinkommen können. Vielleicht braucht es ein paar Folgen, aber ich bin noch sehr optimistisch gerade. Ich bin vor allem mal gespannt, was sie mit Evan Peters machen, der ja in den X-Men-Filmen Quicksilver spielt. Und der ist ja gecastet worden für WandaVision. Echt? Mhm. Ja, super. Perfekt. Angeblich. Ne? Also ich bin da total hinterher. Ich bin nämlich, wie gesagt, riesengroßer Quicksilver-Fan. Deswegen gucke ich jede Info, die ich da irgendwie kriege. Und das hieß, dass der gecastet wurde. Und der steht auch noch nicht offiziell bei IMDb. Das habe ich auch natürlich schon gecheckt. Ich check das jeden Tag. ich denke halt, das wäre dann wieder... Quicksilver oder Evan Peters-Fan? Sowohl als auch. Also ich bin auch ein großer American Horror Story Fan, deswegen mag ich auch Evan Peters. Aber ich liebe Quicksilver, das ist meine absolute Lieblingsfigur. Und deswegen finde ich das so wahnsinnig interessant, was da jetzt stimmt und was nicht. Und es waren einige, die vorher noch nicht gelistet wurden bei IMDb, die dann nach den ersten beiden Folgen reinkamen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da noch kommt, weil wäre ja cool, wenn die X-Men jetzt in dieser Form irgendwie da mitspielen. Ich meine, die haben es ja hier uns versprochen, dass wir definitiv uns nicht bei den Serien zurückhalten müssen, wie es vielleicht bei anderen Marvel-Serien waren. Wir können große Namen erwarten und das wäre natürlich krass, wenn die da schon Quicksilver quasi wiederbringen würden. Aber gut, fangen wir mal ab. Toll. Na gut, der Chat fragt schon nach Squirrel Girl, aber die wird wahrscheinlich woanders dann auftragen. So, also, vielen Dank, Gordon, für deinen Anruf. Die Zeit ist verflogen und auch ein bisschen rumgegangen dahingehend, als dass wir ja gesagt haben, wir wollen ja jetzt gleich in den Dschungel. Michael, du hörst jetzt mal weg. Für dich ist es ja nüschte. Lea und ich werden jetzt uns in den Dschungel verkringeln, also nach Hürth, um genau zu sein, ja, ins Tiny House. Und von daher hören wir uns mit den Hero Nerds in 14 Tagen wieder, wenn wir zwei neue Folgen von WandaVision besprechen. Nächsten Montag um 21 Uhr live auf YouTube und auf Twitch sind der Michael und ich wieder da. Dann sprechen wir mit euch über Sci-Fi-Serien unserer Kindheit. Also welche Sci-Fi-Serien habt ihr als Kind rauf und runter geguckt, sei es, weil ihr eine VHS hattet, eine DVD oder weil die irgendwie im Fernsehen kam. Wir wollen ein bisschen in Nostalgie schwelgen, also Sci-Fi-Serien eurer Kindheit ist das nächste Thema. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und drückt den Abonnieren-Button und die Glocke nicht vergessen. Hero Nerds könnt ihr hören auf allen Podcatchern eurer Wahl, bei iTunes, bei Spotify, bei Amazon Music, Podcast Addict und so weiter und so weiter. Und natürlich auch an der Stelle nochmal erwähnt, wenn ihr nächste Woche dann mit uns sprechen wollt, so wie der Gordon heute gerade, dann nerdizismus.de/Discord. So, das war's von mir. Ich bin gespannt auf die nächsten beiden Folgen WandaVision. In 14 Tagen hören wir uns wieder an dieser Stelle und nächste Woche eben für die Sci-Fi-Serien. Und deswegen viel Spaß euch noch mit den Serien. Danke, dass ihr da wart. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.